Herzlich willkommen zu einem neuen Trinkabenteuer und heute geht es um eine sehr spezielle, geile, ich muss es mal sagen, Manhattan-Variante. Den Estival Manhattan von Mario, keinem geringeren, geiler Typ, Kappes. Der hat es mal erfunden im Le Lion und dafür braucht man einen sehr speziellen, aber auch ganz tollen Weinaperitif, einen goldenen Wermut, einen Ombre, Nullipra Ombre. Das Zeug ist eine absolute Sommerempfehlung. Diese Flasche wird nicht schlecht, denn Wermut leidet ja oft an dem Problem, dass wenn man ihn sehr, sehr lange offen lässt, er an Qualität verliert und so weiter. Irgendwann nussig und sherry wird. So, also das auf Eis mit Zitrone, mit Orange, Zitrone oder mit Tonic. Das ist ein sehr würziger, ganz feiner. Das ist einfach geil gemacht, Ombre. Früher gab es Ombre, glaube ich, nur. Muss man abholen bei Nullipra, ganz früher, weiß ich noch. Da gab es noch, jetzt gibt es das mittlerweile ordentlich vertrieben. Ein Original Estival Manhattan, ich bin mir gar nicht sicher. Mario, wenn du es siehst, kommentier es hier drunter. War es der Sazerac Rye? Wir hatten immer einen Rye damit im Le Lion. Ich bin mir nicht sicher, aber es war ein kerniger, schöner amerikanischer Rye. Und die Idee ist relativ einfach. Man nimmt ein Mixglas, man nimmt 6 Zentiliter kernigen Rye, 2 Zentiliter tollen goldenen Wermut und einen Pfirsichbitter. Also quasi ist das eigentlich sozusagen für den Whisky-Trinker ein wahres sommerliches Blumenpflücken auf der Wiese der Aromen. Das macht richtig viel Spaß. Jetzt haben wir gerade eine neue Version im Le Lion, weil uns der Rye, oder weil wir einfach noch einen geileren Rye gefunden haben. Und zwar der Rye Malt von Stork, da gibt es mehrere. Der Rye Malt ist das mit diesem Schokoladenmalz. Der hat wirklich so ein schönes Chocolate Finish. Das ist geiles Zeug. Wir haben den Drink jetzt aus Spaß umgenannt. Das ist jetzt der Festival Manhattan, weil wir so abgefeiert haben. Nicht mehr Estival, Festival. Also hier mit Storky haben wir jetzt ein Festival Manhattan. Haben Svetlana und ich entschlossen, wir nennen das jetzt Festival Manhattan. Ich weiß nicht. Ich hoffe, wir haben es auch so gemacht. Ich glaube, es ist seit gestern auf der Karte. Ich weiß es gar nicht. So, 2 von dem goldenen Nullipra-Säftchen hier. Lecker, lecker, lecker. Und bei dem, also ich weiß gar nicht, wer alles Peach Bitter macht. Ich kenne schon seit Ewigkeiten von Phil Brothers. Das ist brutal intensiv. Man muss ein bisschen aufpassen. Sonst hat man wirklich ein krasses Pfirsicharoma. Es ist geil. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Und das ist so geil, diese Schokolade, die da rauskommt. Das ist gerade ein bisschen davon. So. Okay. Auf geht's hier. Auf sie mit Gebrüll. Das Ganze muss jetzt kalt gerührt werden. Und tatsächlich, so Kappes-Style, sehr puristisch, eigentlich kein Garnisch. Jetzt kommt schon so der leichte Pfirsichgeruch. Ich finde es krass, diese Bitter. Ich kann ihn riechen. Sommer, 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 Sommer. Sommer, 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 Sommer. So, wo ist meine schöne Cocktailschale? Da ist hier quasi Festival im Glas und keine Garnisch, einfach so. Ich finde lustig, wie der Schokoladenmalz Stork Rye hier ganz krass reinkommt und ein sehr langes Schokofinish hier abliefert. So ein Malz, das ist krass. I like very much. Ich weiß nicht, ob es bei roten Wermut auch, haben wir doch tatsächlich mit roten probiert. Roter ist ja sehr kraftvoll, ist sicherlich irgendwie in irgendeiner Form auch ein bisschen vorhanden, aber bei diesem goldenen, wahrscheinlich mit, vielleicht mit Dry kommt es auch raus, kann ich mir vorstellen, mit trockenem Wermut. Das ist schon geil, ich hole mal Danny Pressgrazie. Danny? Danny? Darf ich dich was probieren lassen? Ja. Walten Sie Ihres Amtes.
Er weiß nicht, was es ist. Er hat es noch nie getrunken. Ach, wenn ihr das Gesicht sehen könntet. Was ist das? Das ist Akku. Was findest du im Nachgeschmack? Maraschino. Verstehe ich, wo du herkommst. Ist aber nicht ganz Maraschino, ist eher ein bisschen. Wieder als Peach. Aber hat das nicht auch so einen Schokoton? Aber mehr so Chocolate wieder. Ja, es ist tatsächlich dieser. Es ist der Estival Manhattan. Und das ist ja dieser Schokoladenmalz und in Manhattan irgendwie kommt der krass. Ich finde, der hat so ein geiles Finish irgendwie. Ist schräg, oder? Ja, also mit goldenem. Ist ein Sommer-Manhattan. Kann man sich so reinknüppeln im Sommer. Kann man auch auf im Tumblr. Im Tumblr, geil. Ah. Schöne Audio-Liste. Also so, verstehe, so kommst du her. Okay. Ich habe keine Was? Stimmt, du machst ja gerade Säfte. Ich habe auch keinen Tumblr, der wird gerade. Ich mache jetzt einfach so. Komm her, ich mache jetzt hier. Quasi ein Sommerlongdrink. Der Tumblr ist ja nicht, wir tauen gerade den Frost ab, oder? Holst du eine Orange? Ja, komm, wir machen jetzt hier. Wir hören auf Danny. Du meinst eher so auf Eis, ja? Na gut, ist auch ganz geil eigentlich. Tschüss. Ist auf jeden Fall, wer Rye Whisky mag, ein Experiment wert. Und was kriege ich denn, eine Zitrone? Aber du weißt schon, das wurde ursprünglich, das ist ja okay, wir nennen das jetzt auch Festival Manhattan. Das Original heißt Estival Manhattan, das kommt von Mario Kappes und das haben wir sehr puristisch gehalten. Und jetzt machen wir so Festival im Glas, auf Eis, mit Zeste, okay. So, wobei, ich glaube, Orange ist besser. Ich glaube, Zitrone. Was? Ach, wir sollen lügen hier? Das ist hier Authentizitäts-TV. Ja, das geht hier so nicht. Ich baue mir hier wochenlang Vertrauen auf, dass die Leute wirklich glauben, was ich sage. Ist ja eh schon schwierig genug. Aber auf Eis auch gut. Ich finde es krass, wie der Schokoladenton rauskommt. Lustig, weil erst im Whisky mit mir, das ist schon geil. Also, viel Spaß damit. Das ist der Estival Festival, was immer Manhattan auf Eis, Orange oder auch nicht. Französischer Weg, deutscher Weg, Kappes Weg. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr mixt euch das. Besorgt euch eine Flasche. Ich finde, kennst du den als Franzose? Ist doch für den Sommer ganz geil, oder? Wie trinkst du Ombre? Pur? Auf Eis, ne? Orangenscheibe. Ist schon geil. Habe ich lange nicht mehr getrunken. Ich lasse euch die Flasche hier. Ist nicht in der Inventur, könnt ihr auftrinken. Die Augen. Bis bald. Tschüss.